Ich habe eben gerade einen neuen kleinen linken Kanal gefunden, der ein Video über Proletopias Cancelung auf Twitch veröffentlicht hat. Der Kanal heißt Unsoziale Marktwirtschaft. Abonniert den gerne auf YouTube. Dieses Video heißt Twitch cancelt Proletopia, Dekadent und Neidhart involviert, Dave Ocelot beim Lügen erwischt. Ich habe es mir noch nicht angesehen, ich habe es trotzdem schon mal präventativ geliked und bin gespannt, was uns dieser kleine Kanal hier zu erzählen hat. Herzlich willkommen zur unsozialen Marktwirtschaft, der in Deutschland vorherrschenden Wirtschaftsform. Heute mache ich ein Video, um mich mit der linken Community auf YouTube, Twitter und Twitch zu solidarisieren. Diesmal insbesondere mit dem Streamer Proletopia, der aktuell von Twitch gecancelt wurde, kurz nachdem er den Twitch Partner Plus Status erreicht hatte. Ich weise außerdem auf einen Kulturkampf hin, der seit längerem zwischen einer ziemlich abgereisten Woken Bubble, die sich selbst als linke Vordenker und Antifaschisten sehen, sowie einer tatsächlich linken Community stattfindet. Man sollte meinen, dass Antifaschisten sich mit Faschisten anlegen, aber dafür sind diese Internethelden, um die es jetzt geht, offen. Oh, also der scheint ziemlich pro Proletopia zu sein. Das erkennt man hier am Anfang schon ziemlich deutlich. War zu feige. Stattdessen gehen sie auf kleine Streamer los, die es wagen, sie von links zu kritisieren. Kurzer Disclaimer vorab: Wenn ich von Woke in diesem Video spreche, dann meine ich nicht Woke im ursprünglichen Sinne, sondern so, wie es heute im Kulturkampf geläufig ist. Oft wird dies korrekterweise auch Pseudo-Woke genannt, da die Akteure sich nur als Woke ausgeben, um Reichweite auf dem Rücken von marginalisierten Minderheiten zu generieren. Dass sie damit diesen Minderheiten schaden, interessiert sie nicht. Proletopia ist ein linker Streamer, der explizit nicht Woke ist und sich für tatsächlich linke Themen einsetzt. Er ist auch bekannt als. Ne, also Proletopia sagt ja selbst, er sei woke, aber nicht Pseudo-woke. Wie gesagt, ich halte es ein bisschen für vergossene Milch, sich dafür einzusetzen, diesen Begriff woke zu retten, der komplett verbrannt ist im öffentlichen Diskurs. Deswegen lasse ich den Punkt mal, sonst unterbreche ich hier noch Als andauernd. Filmproduzent für den Dokumentarfilm Heimweh, in dem er von seinen Erfahrungen als Kriegsflüchtling erzählt. Seine Positionen sind vor allem antikapitalistisch, er ist für demokratische Betriebe und gegen Machthierarchien aller Art. In seinen Streams kritisiert er regelmäßig die selbsternannten Linksradikalen, die vorgeben, sich für Minderheiten einzusetzen, tatsächlich aber nur auf Reichweite aus sind und bei Kritik mit Beleidigungen und Drohungen reagieren. Ganz so, als ob diese eine narzisstische Kränkung erfahren hätten. Im Gegensatz zu den Woken ist er einer der wenigen, die sich tatsächlich Diskussionen mit Rechten aus dem AfD-Vorfeld stellen, statt nur über sie zu reden. Er hat damit auch schon zahlreiche Leute aus dem AfD-Umfeld abgeholt und sie für linke Ideen gewonnen. Von den selbsternannten Antifaschisten und Internethelden aus der angeblich Woken Bubble wird er regelmäßig als Rechtspopulist, rechtsextrem oder sogar Nazi beschimpft. Man kennt dieses Vorgehen von Wokies leider schon zu Genüge. Und das ist mittlerweile auch schon in die größere Medienlandschaft eingezogen. Sobald man vom Mainstream abweicht, läuft man Gefahr, in die rechte Ecke gestellt zu werden. Unabhängig davon, ob man linke oder rechte Themen, die vom Mainstream abweichen, behandelt. Das ist eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit. Übrigens sind mittlerweile 60% der Deutschen davon überzeugt, dass man seine Meinung nicht mehr frei äußern kann. Witzigerweise sind vor allem Anhänger der Grünen, welche den Mainstream in den Medien dominieren, noch am ehesten überzeugt, sagen zu können, was man denkt. Aber die finden es auch in Ordnung, wenn ein Böhmermann mit seinem Medienapparat auf eine Promotionsstudentin losgeht, weil diese es gewagt hat, in einem Vortrag wissenschaftliche Fakten über biologische Geschlechter auszusprechen. Der hat ja schon so viele Sachen gesagt, für die er gecancelt werden würde. Also, man merkt schon ziemlich, dass er genauso genervt von den Walkies ist wie der Großteil der Linken, glaube ich. Bei der sich die Wissenschaft genauso einig ist wie beim Klimawandel. Dieser Fall wird übrigens ausführlich in einem Video von Imp über Böhmermann thematisiert. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. In dem kritisierten Vortrag der Studentin ging es nicht um soziale Geschlechterrollen, bei der wir uns auch alle einig sind, dass diese auf einem Spektrum liegen und sehr divers sind. Wobei es natürlich auch hier Häufungen bei bestimmten Verhaltensmustern gibt. Das Ganze nennt man Stereotype. Bis heute wird Marie-Louise Vollbrecht aus der woke-extremen Bubble als Menschenfeind diffamiert. In Proletopias Fall werden vor allem zwei Begründungen für die Einordnung als Rechtspopulist genannt. Er spricht sich für eine geregelte Migration aus, und zwar sowohl, um die Einwohner eines Landes nicht zu überfordern, als auch Migranten nicht einer Situation auszusetzen, in der sie Monate und Jahre lang in unzumutbaren Zuständen hausen müssen, bis sie sich integrieren dürfen. Das Video ist, weil gerade schon wieder einer im Chat fragt, von Unsoziale Marktwirtschaft. Das ist ein kleiner linker YouTuber, den ich auf Empfehlung gerade eben erst entdeckt habe. Das führt zur Unterstellung, dass er angeblich Ausländer herausfordert, was mit seinem Hintergrund als Kriegsflüchtling natürlich Sinn ergibt.
Er weiß selbst am besten um die Probleme, die Migranten in fremden Ländern haben. Weiterhin sagt er, dass Politiker sich erst einmal um ihre Wähler kümmern sollten. Eine völlig normale Forderung, denn Politiker sind ihrem Arbeitgeber, den Wählern, verpflichtet. Wir geben ihnen Macht und Privilegien, dafür dürfen wir auch erwarten, dass sie in unserem Sinne als Arbeiter handeln. Und die Mehrheit der Bevölkerung sind Arbeiter. Das tun sie nachweislich nicht, denn es finden vor allem die Interessen einer reichen Elite in der Politik Gehör. Dies war unter anderem das Er hat Elite gesagt, cancelt ihn. Das Ergebnis des Armutsberichtes des Bundesfinanzministeriums von 2017. Interessanterweise Der hat meine Videos, so abgehoben will ich nicht sein. Der Armutsbericht, der ist ja tatsächlich in linken Kreisen etwas weiter rumgegangen, aber ja, stimmt, das hat die Bundesregierung damals offiziell, beziehungsweise es wurde auf Auftrag der Bundesregierung offiziell festgestellt. Also wurde dieser Befund fast vollständig aus dem Bericht entfernt. Den Link zur Studie, die diesem Bericht zugrunde liegt, findet ihr in der Videobeschreibung. Diese Forderung bringt ihm die Unterstellung, Deutschland zuerst zu fordern. Er lebt übrigens in Österreich. Seit Monaten stellt er in seinen Streams diese Vorwürfe immer wieder klar und erläutert seine Position. Das interessiert die Internet-Antifa aber kein bisschen. Die Lügen werden trotzdem weiter verbreitet. Wie kommt es bloß, dass Menschen das Gefühl haben, die Meinungsfreiheit sei nicht mehr gegeben? Ich weiß es nicht. Woke sind sich eben für gar nichts zu schade, um ihren sogenannten Feinden zu schaden. Und noch etwas. Ich habe mit meinen bisher 6 Amateurvideos mehr Themen von echter linker Seite behandelt als die Woke-Bubble auf all ihren Kanälen zusammen. Vor wenigen Tagen wurde dem Twitch-Streamer Proletor... Was? Nickel Dent und Dara haben doch schon total linke Sachen gemacht, wie beispielsweise das Azov-Bataillon schön geredet. Also, faschistisches Bataillon, das eine ethnisch reine Ukraine haben will und das mit modernsten westlichen Waffen gerade beliefert wird. Und das in der Gegend um Mariupol eine ziemliche Terrorherrschaft gegen die dortige ethnisch-russische Zivilbevölkerung vor Kriegsbeginn ausgeübt hat. Also das wurde von Dara und Nickel Dent schon total schön geredet in ihren Streams. Also, so wie echte Linke das halt machen. Ja, wie gesagt, die Monetarisierung seines Kanals entzogen. Interessanterweise kurz nachdem ihm von einem großen Streamer aus der Wokey-Bubble, Nickel Dent, angedroht wurde, dass er seinen Kanal striken lassen wird, falls er weiterhin auf seine Videos reagiert. Tatsächlich geht es wohl vielmehr darum, dass Proletopia es wagt, Nickel Dent zu kritisieren und aufzudecken, dass er mit Linkssein oder Antifaschismus nichts am Hut hat. Hierzu muss man wissen, dass Nickel Dent seinen Content fast ausschließlich auf Reactions aufbaut. Daher ist es lächerlich und auch gar nicht zulässig, dass dieser andere Streamer dafür strikt. Ihm selbst gehört der Content schließlich auch nicht. Am besten spricht Nickel Dent einmal für sich selbst. Willst du, dass ich dich mobbe? Soll ich dich mal mobben? Und die hat sich halt komplett eingeschissen, Alter. Die saß da, Alter, und die hat sich so... Die hat literweise gepisst, Alter, und geschwitzt auf einem... Also hatte wirklich... Wenn du Fieber gemessen hättest, das wäre wahrscheinlich so bei 42 Grad eingeschlagen ungefähr. So hat die geschwitzt, Alter. Man merkt, dass er ein wunderbarer Zeitgenosse ist. Wer hat nicht Lust auf linke Politik, wenn so jemand, der sich selbst immer wieder als links bezeichnet, diese Takes bringt? Ich behaupte, dass dies viel mehr dazu geeignet ist, Leute nach rechts zu treiben. Mit solchen Linken wollte ich auch nichts zu tun haben. Um das Ganze einzuordnen, hier geht Nickel Dent auf Hard D Lucy los. Eine Streamerin, die es gewagt hat, biologische Unterschiede zwischen einer Frau und einer Transfrau zu benennen. Und nein, sie hat keine transfeindlichen Takes gebracht oder irgendeine Transperson abgewertet. Sowas würde ich auf meinem Kanal auch nicht verteidigen, sondern hart angehen. Proletopia ist neben seinem linken Content auch für Beefs bekannt, die natürlich Reichweite generieren, aber auch unterhaltsam sind. Um die Unsinnigkeit dieser Strike-Drohung darzustellen, hat er angekündigt, dass er extra auf ein Video von Nickel Dent reagiert. Zum einen, um zu sehen, ob er seine Drohung wahrmacht, zum anderen, um zu zeigen, dass ein Strike in dem Zusammenhang Schwachsinn ist. Hierfür hat er sich ein Video ausgesucht, in dem Nickel Dent auf ein Video von Tobias Hoch reagiert. Also er selbst nichts anderes macht, als das, was Proletopia jetzt vorhat. Er reactet auf ein Video von KuchenTV und ich reacte auf seine Reaction auf das Video. Gardave, um sowas werde ich mich in Zukunft vielleicht irgendwann mal kümmern. Erstmal habe ich gerade privat noch andere Sachen zu tun. Also das ist mir zu aufwendig. Video von KuchenTV. Um es noch verwirrender zu machen, tatsächlich reagiert Proletopia auf ein Video von Nickel Dent, in dem Nickel Dent auf ein Video von Tobias Hoch reagiert. Der wiederum. Wie gesagt, ihr könnt mich auf Odyssey abonnieren, ihr könnt mich auf Kick abonnieren, ihr könnt bei mir im YouTube-Kanal auch Mitglied werden, okay, dann kann Alphabet was abgreifen, das mag sein. Ihr könnt mich auf Twitch unterstützen, aber noch was anderes, nicht alles auf einmal. Auf KuchenTV reagiert.
Es ist also ein Video, das aus dem Content von 3 Social Media Akteuren besteht, was einen Strike umso lächerlicher machen würde. Den Link zu dieser Reaction findet ihr in der Videobeschreibung. Warum erzähle ich dies? Weil die Reaction von Proletopia in zeitlichem Zusammenhang mit der vollständigen Demonetarisierung seines Kanals steht. Es ist bisher aber nur Spekulation, dass hier auch ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Eine andere Ursache, die im Raum steht, könnte sein, dass vergessen wurde, ein Steuerformular auszufüllen. Ganz einfach. Proletopia hat sich politisch abweichend geäußert und das ist absolut wahrscheinlichste Grund, warum er demonetarisiert wurde. Das passiert mit kritischen Kanälen auf YouTube und auf Twitch massenweise, dass sie gelöscht oder demonetarisiert werden. Oder zuerst demonetarisiert und dann gelöscht werden. Das ist bei KenFM passiert, das ist bei Antispiegel TV passiert, das ist bei zahlreichen anderen Kanälen passiert und jetzt passiert es eben Proletopia. Das ist nichts Verwunderliches, das ist nichts Neues. Und das ist was, worauf wir uns aus dem BSW-Lager noch viel mehr darauf gefasst machen müssen. Also wir sollten wirklich darauf gefasst sein, dass Dutzende unserer Kanäle gelöscht werden. Also wir sollten darauf gefasst sein, dass wir auf YouTube gar nichts mehr veröffentlichen können oder auf Twitch. Oder zumindest, dass die großen Kanäle gelöscht werden. Deswegen, wie gesagt, ich bin auf Odyssey, ich bin auf Twitch, ich bin auf Kick, um nicht so abhängig von YouTube und Twitch zu sein. Aber dafür müssen die Zuschauer halt mitziehen und einen auch auf den alternativen Plattformen abonnieren, damit man nicht so abhängig von YouTube und Twitch ist. Ist halt so. Ich distanziere mich daher von jeglicher Schuldzuweisung in Richtung der Bubble von Dekaldent. Nichtsdestotrotz weise ich auf weitere Nettigkeiten von der Woken-Bubble hin, die nichts Besseres zu tun hat, als Linke zu mobben, zu beleidigen und zu bedrohen, die sich aktiv für Gleichberechtigung und gegen Unterdrückung und Hierarchien einsetzen. Hier sind 2 weitere Beispiele, wie Dekaldent und ein Mitglied aus seiner Community andere beleidigen. Der Daumenausgang ist hier übrigens oben links abgebildet. Halt doch dein dummes Drecksmaul, du ekelhafte Drecksgestalt, Mann! Was ist denn los mit dir? Mein lieber Scholli, was bist denn du für ein Hurensohn, Alter? Finde ich sehr überzeugend. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf deren Seite. Neben Dekaldent ist zurzeit auch ein weiterer Streamer sehr präsent im Beef mit Proletopia. Es handelt sich um Naitan, der als Minion am Rockzipfel von Dekaldent groß geworden ist. Seine Spezialität scheint vor allem weiblich gelesene Geschlechtsteile zu sein, so wie hier im Gespräch mit Imp, der übrigens ein linker YouTuber ist. Ich habe mir jetzt nicht alle möglichen Vaginas angeguckt, aber das spielt für mich auch keine Rolle, ob es da einen Unterschied gibt, sondern wenn das eine Vagina ist und eine Neovagina ist und die gleichen Funktionen und auch biologisch dann einfach eine Tatsache ist. Ja, aber das hat sie ja eben nicht. Also das sind ja eben nicht die gleichen Funktionen. Ja, im Großen und Ganzen schon. Sollte man vielleicht einen Mediziner fragen. Diese Äußerungen von Naitan stehen auch im Zusammenhang mit der Causa Hart de Lucy, die es wie gesagt gewagt hat, biologische Unterschiede zwischen Vaginas und Neovaginas aufzuzeigen. Und weil es gerade so schön ist, gibt es zum Abschluss dieses Abschnitts dann noch eine Reaction von einer ganz eloquenten Person aus dieser Bubble. Exakt zum gleichen Thema. Wie ist denn die Fotze live, weiß das jemand? Wie ist denn das so der Streamplan? Sie streamt morgen. Ja, wie praktisch. Ich glaube, ich gehe mal Hallo sagen. Denkt mal bitte kurz wirklich ganz in Ruhe und ganz nüchtern drüber nach, was dieses Schlampenkind hier von sich gibt. Die scheißt sich flüssig drüber ein, wenn einer zu ihr sagt, oh, bist du aber scheiße. Während sie anderen die Daseinsberechtigung abspricht, dieses dumme Stück Scheiße. Bin ich jetzt assi, wenn ich es gut finde, wenn eine Frau geschlagen werden würde? Theoretisch? Das war noch viel zu harmlos für das, was dieses verschissene kleine Wichskind eigentlich ist. Und das gleiche gilt auch für dich, Mäuschen. Weil du brauchst gar nicht so auf zuckersüß tun. Du bist ein menschenverachtendes Stück Dreck. Ich meine, wer bis jetzt noch nicht überzeugt war, was brauchst du noch, um dich diesen Leuten anzuschließen? Außerdem, woanders bezahlt man 100 Euro pro Stunde. Hier bekommst du sowas kostenlos. Warum schaue ich mir das überhaupt an? Ich habe eben kein Geld für den Besuch bei einer Domina. Eigentlich wäre mir das auch zu kindisch, aber solche selbsternannten Linken stoßen Menschen von linker Politik ab. Wer hat schon Lust, sich mit sozialer Gerechtigkeit auseinanderzusetzen, wenn diese Internethelden so viel Raum mit so einem Schwachsinn einnehmen und dann jeden, der nicht ihrer Meinung ist, angreifen und als rechts diffamieren? Der Schaden, den diese Leute für echte Linke anrichten, muss aufhören. Währenddessen grasen Rechte nämlich die Leute ab und holen diese auf ihre Seite. Ich habe übrigens das kurze Experiment gemacht, was passiert, wenn man jemanden aus der Woken-Bubble damit konfrontiert, dass er lügt? Auf Twitter verbreitet der Antifaschist Dave Ocelot unter den Faschisten Angst und Schrecken. Er hat zwar noch nie einen echten rechtsextremen Content-Creator angegriffen,
aber bei Linken ist er sehr schnell mit Kritik dabei. Zurzeit verbreitet er auch wieder aktiv Lügen über Proletopia. Unter anderem behauptet er, dass er von Proletopia mit Echtnamen live im Stream gedoxt wurde. Übrigens, Doxing ist das allerletzte. Wenn jemand sich dazu entscheidet, im Internet pseudonym oder anonym auf... Daves echter Name ist öffentlich verfügbar. Den braucht man nicht mehr doxen. Das ist wie wenn man bei Proletopia in die Kanalbeschreibung schaut. Mensch, da steht ja sein echter Name. Und Proletopia hat jetzt nicht mal einen ganzen Namen ausgesprochen und dann noch gesagt, der Rechtsradikale sonst was und dann Daves echten Namen hier einfügen, sondern er hat einfach nur kurz Daves Vornamen erwähnt. Also nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was Leute wie Dave oder Alerta machen. ...aufzutreten, dann hat man dies zu respektieren, solange er nicht extremistische Grenzen überschreitet. Doxing ist ein widerwärtiges Mittel, um andere mundtot zu machen. Das geht Richtung Inquisition und ist Selbstjustiz. Leute, die das tun, verachte ich. Wer sich die beiden Tweets genauer anschaut, sieht schon, wie er sich selbst widerspricht. Am 20. Dezember schrieb er, dass es Proletopia witzig findet, dass sein Klarname veröffentlicht wurde und es im Stream reproduziert. Den Klarnamen, also wie gesagt, Dave ist ein Serienrufmörder, also der verbreitet Lügen über zahlreiche Personen und Leute, die Dave dafür anzeigen wollen, beziehungsweise die juristisch gegen vorgehen wollen, die brauchen ja seinen echten Namen. Also Doxing ist ja eigentlich, wenn man Daves Adresse veröffentlichen würde, also das sollte man hier schon so sagen. Also Personen, die zumal es legal ist, den echten Namen von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, zu nennen. Also das ist jetzt schon ein Unterschied. Selbst, wie gesagt, zumal Daves Name eh öffentlich verfügbar war. Also das ist sowieso eine Schwachsinnsdiskussion. Inwieweit ist es gerechtfertigt, Klarnamen zu veröffentlichen? Aber wie gesagt, was nicht geht, ist Adressen zu veröffentlichen. Das wäre Doxing. ...produziert wird. Jetzt schreibt er, dass sein Name im Stream geleakt wurde. Die beiden Vorwürfe widersprechen sich. Folglich muss mindestens einer von den beiden Vorwürfen schon mal falsch sein. Als Beleg wird dann ein Clip beigefügt. Ja, ja, aber keine Ahnung, diese Leute sind einfach nicht normal. Ich habe mitgekriegt, dass Daves echter Name veröffentlicht wurde, was ja sehr witzig ist. Daves echter Name wurde veröffentlicht, das ist einfach... Und das Lustigste ist, sein Name ist... Ja, aber geschrieben... Und... Ich meine, ich wusste das eh schon länger, aber sein Name ist geschrieben... Und... ich kann da nur sagen, scheiß Name an dieser Stelle. Da kann man doch nichts anderes sagen. Es ist einfach, der Typ heißt einfach, dabei ist es einfach... Wie gesagt, es ist albern, da Daves Name eh öffentlich verfügbar war. Meine Güte, warum ist das hier jetzt so lange Thema? Geschrieben, weißt du? Ja, Mann, wirklich scheiß Name an dieser Stelle. Er verfolgt ihn einfach, ja. Genau, mit Ocelot. Ja. Die Stelle, an der sein Name genannt werden soll, ist leider zensiert. Ich habe damals den Stream live geschaut. Dort wurde gesagt, dass Dave Ocelot gedoxt wurde. Allerdings nicht in dem Stream, aus dem der Ausschnitt stammt. Sein Vorname wurde tatsächlich an der Stelle genannt, die hier im Beleg zensiert ist. Allerdings könnt ihr euch denken, dass der Vorname kein Geheimnis ist, wenn man Dave heißt. Das ist also kein Doxing. Der Nachname wurde weder im Stream noch im Chat genannt. Und nicht nur das. Auch der ist öffentlich verfügbar. Also es ist jetzt nicht so, als ob das Geheimnisse wären. Kurz nach diesem Clip hat Proletopia gesagt, dass der Nachname weder im Chat noch auf dem Discord-Server genannt werden darf, da Doxing in der Community verboten ist. Dies habe ich Dave Ocelot auch geschrieben und gesagt, dass... Ist, also ich weiß nicht, ob das ehrenhaft oder übervorsichtig ist, aber Respekt an Erwin, dass er das so konsequent durchzieht. Also wie gesagt, der Name, volle Name ist öffentlich verfügbar. Den zu nennen ist jetzt kein, also man muss es jetzt nicht so penetrant machen, wie Leute wie Dave es andauernd machen, also man muss sie jetzt nicht mal ihre eigene Medizin schmecken lassen, aber dieses völlig künstliche Aufgerege über das Nennen von öffentlich bekannten Tatsachen, das ist so absurd. Weiß nicht, ob man dieses Spielchen mitspielen muss. Unsoziale Marktwirtschaft, sei gegrüßt, schön dich hier im Chat zu sehen. Du kannst, beziehungsweise schreib mich gerne mal, wenn du Interesse hast, auf Discord oder auf Twitter per DM an, da können wir vielleicht mal einen Talk machen. Fand's interessant, als ich gerade deinen Kanal gesehen habe. Ich werde mir den Rest deiner Videos, glaube ich, mal, wenn ich Zeit habe, einfach mal so anhören. Also jetzt nicht hier drauf reagieren, aber das hatte mir tatsächlich ein Zuschauer empfohlen,
dass ich mir mal deinen Kanal ansehe und ist interessant. Du scheinst ziemlich so in die Proletopia-Richtung zu gehen. Also von deinen Ansichten her. Er lügt. Daraufhin hat er mir geantwortet und natürlich sofort den Banhammer rausgeholt. Immerhin ist Kritik an ihm mindestens Gotteslästerung. Ich kenne ehrlich gesagt kaum einen größeren Feigling auf Twitter, der ständig sein Maul aufreißt, aber Kritik nicht zulässt bzw. sogar unterdrückt. Fast jeder, der es mal gewagt hat, ihn auch nur leise Kritik zu äußern, ist mittlerweile gebannt. Seine Antwort an mich war dann wie folgt. Daraufhin habe ich wieder antworten wollen, dass ich es sogar versucht habe, seinen Klarnamen zu finden, aber weder im Chat noch auf dem Discord oder auf Twitter fündig geworden bin. Im Chat von dem Stream von Proletopia wurden damals... Ich heiße Agitator der Marktwirtschaft auf Discord. Alles zusammengeschrieben und klein. Das steht auch in meiner YouTube-Kanalbeschreibung. Müsstest mich also auf jeden Fall finden. Also schreib mir, wie gesagt, einfach eine DM. Es war einige mögliche Varianten seines Vornamens geschrieben. Jedoch habe ich mit keiner Schreibweise auf Twitter seinen Nachnamen gefunden. Der Vorwurf, der hier gemacht wird, ist also schlichtweg falsch. Ihm ist klar, dass hier kein Doxing oder Leak seitens Proletopia stattgefunden hat. Aber Lügen kennt man von der Wolkenbubble zur Genüge und ist dort ein... Ja, auch wie gesagt, der Name, sowohl Vor- als auch Nachname, sind öffentlich bekannt. Also wenn ich jetzt Proletopia Erwin Tahirovic nenne, dann ist das auch kein Doxing. Also muss man jetzt nicht so machen, wie Dave das macht, dass er ganz viele haltlose Anschuldigungen und Erwins Namen in einen Profil packt, in einen Tweet zusammenpackt, damit Leute dann, wenn sie in der Suchmaschine Erwin Tahirovic eingeben, dann ganz viele böse Tweets von Dave dann finden, damit Erwin auch auf sein Leben hinweg diskreditiert ist. Das muss man definitiv nicht machen. Aber auch das ist kein Doxing. Also das ist zwar eine miese Art des Rufmordes, aber auch das ist kein Doxing. Das sollte man schon unterscheiden, Rufmord und Doxing. Ganz normales Mittel, um seine Gegner zu diskreditieren. Und der Vorwurf, dass Proletopia das lustig findet, ist auch aus dem Zusammenhang gerissen. Im Stream wurde nämlich klargestellt, dass nicht das Doxing von Dave lustig ist, sondern dass Dave selbst gerne doxt, nun aber das Karma zurückgeschlagen hat. Warum das nur aus dem Clip rausgeschnitten ist? Die Frage, warum er die Beweise nicht postet, sondern zensierte Ausschnitte, konnte ich ihm leider nicht mehr stellen. Ich bin wie gesagt gebannt. Dave, falls du das Video hier mal sehen solltest, poste gerne den Beleg in die Kommentarsektion. Dann entschuldige ich mich auch sofort und werde Proletopia für das Doxing kritisieren. Ich gehe jetzt auch noch auf die Demonetarisierung ein. Hier geht es auch um die Macht, die Plattformen wie YouTube und Twitch haben und deren Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit. Es ist nicht nur so, dass eine aggressive woke Bubble versucht, Meinungen zu unterdrücken, die nicht der ihren entspricht. Sie biedern sich dabei auch kapitalistischen Großkonzernen, die über Monopole verfügen, an und feiern es dann ab, wenn diese jemandem die Lebensgrundlage nehmen, ohne eine Begründung. Nach der Demonetarisierung hat Proletopia natürlich den Support angeschrieben und folgende Antwort erhalten. Stellt euch vor, euer Arbeitgeber überweist euch von jetzt auf gleich keinen Cent mehr und euer Firmenausweis ist gesperrt. Auf die Nachfrage, was los ist, bekommt ihr dann das hier, was im Wesentlichen heißt, hau ab und nerv nicht. Man entzieht einem die Lebensgrundlage, ohne dass es einer Vorwarnung, Anhörung oder Begründung bedarf. Das ist meiner Meinung nach Machtmissbrauch und ist auch tatsächlich nicht erlaubt. Twitch hat schon zahlreiche ähnliche Fälle vor Gericht verloren und musste gesperrte Kanäle wieder freischalten. Hier handelt es sich wie gesagt nicht um eine Sperrung, sondern um eine Demonetarisierung. Das Problem ist nur, dass Twitch nicht die vollständigen Anwaltskosten erstatten muss, da die Anwälte meist deutlich teurer sind, als die Tabellen es vorschreiben. Und auf den höheren Kosten bleibt man sitzen, was für kleinere Content-Kreatoren der finanzielle Ruin bedeutet, beziehungsweise ihnen die Möglichkeit nimmt, sich zu wehren. Das ist meiner Meinung nach auch eine gewollte Schwäche unseres Rechtsstaates und ist wieder etwas, bei dem Reiche einen deutlichen Vorteil gegenüber Arme haben. Ob der Grund hier nun ein möglicher Strike, eine Aktion seitens der Woken Bubble oder nicht zugesandte Steuerformulare sind, ist noch nicht bekannt. Ich kritisiere hier aber Twitch für die Art und Weise der Demonetarisierung. Man darf nicht einfach jemanden ohne Vorwarnung die Lebensgrundlage entziehen. Da Twitch im Wesentlichen ein Monopol auf Streaming hat, hat der Konzern eine besonders hohe gesellschaftliche Verantwortung, der er nicht nachkommt. Deshalb empfehle ich zum Abschluss dieses Videos, falls ihr Content-Kreatoren mit Abos unterstützt, tut dies in Zukunft abseits der großen Monopolplattform. Bezahlt ihnen das Geld lieber direkt. Twitch und Co. zweigen sich einen größeren Teil der Abogebühren ab und behalten sie ein. Beispielsweise werden 30-50% bei Twitch einbehalten. Plattformen, die aber so agieren, sollten nicht unterstützt werden. Geht dann lieber den Weg über PayPal, Überweisungen oder Patreon. Ich habe meine Abos auch bereits umgestellt. Nur so kann man die Konzerne dazu bringen, ihr Verhalten zu überdenken.
Meinungsfreiheit ist eines der wichtigsten Güter einer demokratischen Gesellschaft und diese muss beschützt werden. Deshalb mische ich mich hier auch ein. So, aber nun genug der Worte. Danke fürs Zuhören. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal oder lasst sogar Kommentare da. Jo, gerne, gerne. Wie gesagt, wir haben gerade mit der Reaktion angefangen. Gutes Video. Unsoziale Marktwirtschaft. Schauen wir mal, wie viele Abonnenten das hat, mit dem wir darauf jetzt reagiert haben. 24. Wir haben die Abonnentenzahl verdreifacht. Also, ja, eine gute Quote für einen Abend, würde ich sagen. freut mich, dass immer mehr linke Kanäle hochkommen. Das freut mich. Also, ich war ja auch letztens so begeistert als Friederike Spieker. Also, ich weiß, das ist jetzt was völlig anderes als jemand, der da anonym was hochlädt, aber dass die auf YouTube gegangen ist, auch, glaube ich, auf fast alles reagiert, was sie gemacht hat. Aber freut mich, dass es immer mehr linke Kanäle gibt. Das ist mir nicht nur auf Twitch, sondern auch auf YouTube aufgefallen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir ja nicht mit dem Bannhammer diese Blüte, die sich hier gerade abzeichnet, schnellstmöglich wieder beendet wird. Ich meine, wir sehen das gerade bei Proletopia. Wir haben es bei, also Antispiegel TV ist jetzt nicht explizit links, aber auch die wurden einfach so weggemendet, als YouTube Plus darauf hatte. Deswegen, ja,